Fräulein Braun ist da. Sie wartet auf Sie. Ich bin sicher, das geht in Ordnung. Natürlich. Er wird nichts dagegen haben. Oh. Die Einschläge kommen immer dichter. Hier unten sind wir sicher. Ja, das ist der sicherste Winkel der Welt. Herr Lindner, meine Herren, die Lagebesprechung hat schon begonnen. Die Position muss unbedingt gehalten werden. Wir sollten gehen. Er wird gleich. Du hast dich wohl für ganz schlau gehalten, kleines Äffchen. Ich weiß nicht, was du dir davon erhoffst. Wovon? Dass du hier einziehen willst. Ärgert dich das? Irgendwer muss die Verteidigung von Berlin organisieren. Und da meine Generäle inkompetente Feiglinge sind, muss ich es selbst tun. Hast du eine Ahnung, wie das für mich ist? Wir lieben nur einmal. Ich habe nur einmal geliebt. Wunderschöne Frau. Du warst zu lange fort. Sieh sich das eine an. Und jetzt Medizinstudentin. Und in ein paar Jahren Ärztin. Wir haben dir den Kuchen mitgebracht, den du so gern isst. Frau Winter, zeigen Sie doch meiner Schwester die Küche. Sie möchte sie sicher sehen. Was hast du so getrieben? Ach, gar nichts. Haus Wachenfeld ist so öde, wenn du nicht da bist. Jetzt bin ich da. Heil Hitler! Heil Hitler! Heil Hitler! Naja, es amüsiert sie. Und sie haben was zu tun. Meinst du den Mann, der dir das ganze Geld gegeben hat? Wen? Herrn Hugenberg? Ach, Herr Hugenberg, die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei ist Ihnen für Ihre äußerst freundliche und hilfreiche Unterstützung ja so unendlich dankbar. Und für das Geld. Nach Ihnen, Herr Hugenberg. Und wenn Herr Hugenberg auf dem oberen Treppenabsatz anlangt, dann steht er da, sein protziger, fetter Arsch. Gerade dann, wenn er den kleinen Adolf Hitler völlig vergessen hat. Und weg mit ihm! Und weg mit ihm! Frau Winter, sehen Sie nach, wer da ist, bevor Sie aufmachen. Es gibt gewisse Personen, die mich gern tot sehen. Doch, 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 das ist wahr, das ist wahr. Gewisse Personen. Kommunisten, Juden. Och, jetzt guck doch nicht so verängstigt, kleine Geli. Sieh her. Nicht schießen, ich bin unschuldig.
Maurice, das ist Geli, meine Nichte. Sehr erfreut. Sind Sie ein Freund meines Onkels? Maurice ist ein alter Parteifreund. Er fährt mich überall hin und ich bezahle ihn dafür, nicht wahr, Maurice? Nein, 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 nein. Hey, 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 hey. Geh rein und hol deine Bücher. Sie kennen die Regeln, Hoffmann. Sie sind unverbesserlich. Eva. Hübsch, was? Wie ich aussehe, Hoffmann, ist sehr wichtig. Der Schnurrbart. Was ist mit dem Schnurrbart? Ich finde, der Schnurrbart passt nicht. Mein Schnurrbart ist sehr politisch. Ihr Schnurrbart? Alles ist politisch, Fräulein. Lesen Sie die großen Denker des 20. Jahrhunderts. Lesen Sie Rosenberg. Lesen Sie Hitler. Ich fürchte, ich habe noch nie von Ihnen gehört. Meine Partei war die neuntstärkste bei den letzten Wahlen. Auf uns entfielen 2,5% der Wählerstimmen. Ist das gut? Das ist sehr gut. Das beweist, dass das Parlament sich einen Dreck um uns schert. Das ist fabelhaft. Denn wir scheren uns einen Dreck um das Parlament. Prinz! Übermütige Jungs, die ein bisschen Dampf ablassen. Warum auch nicht? Nächste Woche hat keiner von Ihnen mehr Arbeit. Hier werde ich sein. Ich werde Ihnen ein Schwert in die Hand geben. Eis und Feuer. Mehr bündeln, glaube ja, ich. Sicher. Und was machen Sie so, Dr. Goebbels? Sind Sie so einfältig oder tun Sie nur so? Ich tue nur so. Onkel Adolf mag es nicht, wenn eine Frau zu intelligent ist. Alle deutschen Frauen gehören verheiratet, ungeachtet ihrer Intelligenz. Ich glaube, dass er mich mal wieder meint. Meine liebe Magda, nichts würde mir größere Freude bereiten, als Sie beide verheiratet zu sehen. Entschuldigen Sie, wir wollen ein wenig frisch machen. Und euch zeigen, was ihr zu bieten habt. Ich glaube, Maurice ist in meine Nichte verliebt. Der Chauffeur hat ein Herz. Der Chauffeur hat Gefühle. Und haargenau darum geht es im Nationalsozialismus. Ja. Heil Hitler! Er kann sie gut leiden. Meinen Sie? Hat er Ihre Mutter gern? Ist sie seine Schwester? Halbschwester. Ah, dann sind Sie keine richtige Nichte, sondern nur ein hübsches Mädchen. Sie haben eine wunderschöne Haut. Ach, er redet ständig von meiner Haut. Und von meinen Haaren und meinen Augen und meinen... Sie haben eine bezaubernde Figur. Jemand sagte, Sie seien Studentin. Ich nehme an, Sie unterhalten sich mit ihm über Politik. Er redet doch nur über Politik. Nicht in meiner Gegenwart. Wenn ich da bin, ist er gern ganz albern.
Und versucht nicht allzu offensichtlich draufzustarren auf meine... Und natürlich auch nicht auf meinen... Ihr Onkel ist ein wunderbarer Mann. Sicher. Gehen, dass hier in München von uns die Rede ist, im übrigen Reich uns kaum jemand kennt. Es ist von allen Parteien mit eine große Himmler die für einen SS-Mann erforderliche Größe? Was meinen Sie? Er ist loyal. Würde unser Führer verlangen, dass er seine Mutter erschießt, würde er es tun. Das würde ich auch, wenn wir von seiner Mutter reden. Ach, der Führer wird Fräulein Raubald jetzt empfangen, in seinem Büro. Glauben Sie mir, ich weiß Bescheid. Ich kenne die Organisation und ich erledige die ganze Arbeit. Sie spalten die Partei. Wir sind die Partei des Nationalsozialismus. Wir wollen an die großen Profite der Finanziers ran, der Geschäftsmänner, der Jugend. Denken Sie etwa, Sie wären die Stimme des Nationalsozialismus? Was denken Sie denn, wer ich bin? Ein Trommler, der die Leute zusammentrommelt? Eins werde ich Ihnen sagen, mein Freund. Wenn ich ein Trommler bin, dann bin ich ein Trommler, der dafür sorgt, dass die Partei nach meinem Takt marschiert. Und Sie sind ein Nichts. Geli, du hast ein neues Kleid. Gefällt's dir? Ist der immer so? Wer? Gregor Strasser. Er und sein Bruder sind auf die Idee gekommen, die Partei führen zu wollen, aber sei gewarnt, kleine Geli, ich bin hier der Einzige, der Ideen haben darf. Wir wollen nun auch die respektable Gesellschaft ansprechen und die respektable Gesellschaft will knallharte Taten sehen, aber auch nicht übertrieben. Deshalb habe ich den reizenden Dr. Goebbels zum Propagandaleiter ernannt, nur für den Fall, dass du denkst, ich hätte das getan, weil er dir schöne Augen macht. Hat er nie getan. Ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Fang die kleine Geli, fang die kleine Lügnerin. Ich sollte dich übers Knie legen. Erinnerst du dich noch daran, als du mit deiner Mutter bei mir gewohnt hast? Wir sind in den Garten gegangen und ich habe dir die Alpen gezeigt. Weißt du noch, du hast auf meinem Schoß gesessen. Erinnerst du dich? Ich möchte, dass es immer so bleibt. Adi. Warum fasst du mich an? Das hast du früher gemocht. Und das ist noch nicht lange her. Ich muss zur Lagebesprechung. Ich muss zur Lagebesprechung. Nun hat er begonnen. Hat Steiner losgeschlagen. Hier ist die Rede von Steiner, von der SS. Ich bin sicher... Ich hatte einen Rapport über den Status des vom General der Waffen-SS Steiner und der 9. Armee geführten Angriffs angefordert. Es scheint, dass man... Das was? Der erwartete Angriff hat nicht stattgefunden. Ja! 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 Das ist Verrat! Wir haben kaum noch Männer, wir haben kaum noch Kraftstoff! Was ist denn das für eine Regierung? Das ist Verrat!
Selbst in der SS herrscht Verrat, sogar in der SS! Wo ist Himmler? Wir sind nicht mehr sicher. Keiner von uns ist sicher. Wenn sie alle einen Hals hätten, dann würde ich sie würgen und würgen! Sie haben ihm 5 Divisionen versprochen. Sind Sie sicher, dass Kampfgruppe B so viele entbehren kann, Herr Feldmarschall? Mit Leichtigkeit. Sie existieren gar nicht. Es ist leichter, imaginäre Armeen zu bewegen als echte. Gott sei Dank ist meine Schwester in Aachen. In Aachen? Da kriegt man Schokolade. Und da sind die großen schwarzen Amerikaner, die so gern Babys kriegen. Sie gehen doch nicht da rein, oder? Nur für einen Augenblick. Ich muss ein Foto machen lassen. Aber ich mag es nicht, wie sie mich ansieht. Wie sie die Menschen ansieht, dafür kann Eva nichts. Sie hat Schlitzaugen, wie die Chinesen, nicht wahr? Es dauert nicht lange. Fräulein Braun. Maurice, die Blumen für Fräulein Braun. Nun komm schon, Mann, mal los. Gib dem Mädel die Blumen. Klein Geli, du musst hier bleiben. Hoffmann, wir müssen die Damen sich selbst überlassen. Maurice, er wird eins mit dem Hund machen wollen. Wir rufen dich. Nicht in den Trachtenanzug, lieber mit Mantel. Ja, gut so. Es ist an der Zeit, dass jenen, die auf den Untergang Deutschlands hoffen, das Lachen im Halse stecken bleibt. Du bist der Wichtigste. Nun komm schon, Mann, mal los! Gib dem Mädel die Blumen. Klein Geli, du musst hier bleiben. Hoffmann, wir müssen die Damen sich selbst überlassen. Maurice, er wird eins mit dem Hund machen wollen. Wir rufen dich. Nicht in den Trachtenanzug, lieber mit Mantel. Ja, gut so. Es ist an der Zeit, dass jenen, die auf den Untergang Deutschlands hoffen, das Lachen im Halse stecken bleibt. Wohnen Sie noch bei ihm? Ja. Seit der Entbehrung, seit der Demütigung muss endgültig vorbei sein. Die Leute reden schon darüber, wissen Sie? Tun Sie das. Bricht die Zeit ab. Neue nationale Identität. Was sagen Sie denn? Dann wird Deutschland das Maß. Dies und das? Sie sagen Sie und er. Ach, das ist doch ekelerregend. Die Menschen sind ekelerregend. Was verspreche ich? Einen deutschen Weg, um mit jenen abzurechnen, die uns be... Den Namen sollte ich runternehmen. Oder vielleicht später. Einen deutschen Weg, um mit denen abzurechnen, die uns betrogen haben. Später. Deutschland, mein Deutschland, und? Unser Deutschland. Ist er ein besonderer Freund? Habe ich, wird wieder der Chauffeur? Und Macht haben. Die Macht, die Deutschland einmal hatte. Die Macht, die anderen Mächte zu zerquetschen. Wir alle wissen, wer sie sind. Wir wissen, wer sie sind. Wir wissen es. Wir alle wissen, wer sie sind. Was zum Teufel wollt ihr hier? Verzeihung. Ich bitte um Verzeihung, Herr Hitler. Hatte ich euch die Erlaubnis erteilt, hier reinzukommen? Es tut mir sehr leid. Wieso denn nicht? Ich wollte nicht hierher gebracht werden. Ich müsste bei einer Vorlesung sein. Maurice, den Hund! Die Frauen sind hier, dann kann der verdammte Hund auch reinkommen. Sie hat keine Befähigung für die Medizin. Das ist offensichtlich.
Der Seminarraum ist gleich da drüben. Wir sehen uns dann morgen. Gut, ein Mann, der etwas von Politik versteht. Wir sollten eine Entscheidung treffen bezüglich deiner Zukunft. Ja, Onkel. Du darfst dich nicht treiben lassen. In der medizinischen Fakultät scheint man dich nicht zu wollen. Sollte man Frauen überhaupt gestatten, Ärztin zu werden? Wenn sie es wollen. Darfst du Frauen wissen, was sie wollen? Du bist recht musikalisch. Früher hast du gesungen und getanzt. So ein leichter Anschlag. Aber es ist genial. Tanzt eure Negertänze, bis ihr krepiert. Das hier nenne ich Musik, meine Freunde. Ich wollte immer gern Sängerin werden. Dann solltest du eine werden, klein Geli. Solltest du eine werden. Nein, nein! So ist es recht. Guter Mann, der Herr Vogel. Parteimitglied. Dann singt er also immer richtig. Du musst das Kleid etwas höher schließen, halt mal Maurice. Ich möchte nicht, dass du zuhörst. Schon besser. So. In diesem Lied müssen Sie uns verständlich machen, wie anziehend er ist. Exakt. Und er ist nur Klavierspieler. Wo ist er hin? Warum interessiert Sie das so sehr? Er geht mit Fräulein Braun zum Essen. Ich soll mich heute Abend um Sie kümmern. Ich bin ein großes Mädchen. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Er bat darum. Na gut. Und was jetzt? Die große Mehrheit auf der Welt will nichts als Brot und Spiele. Sie will, dass man ihr sagt, was sie zu tun hat. Nein, 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 nein! Hören Sie nicht, nein! Sie will nichts mehr! Warum gießen Sie uns in einem Fort diesen Mist in die Kehlen? Sehen Sie sich das an! Sie haben eine einfache Aufgabe, erledigen Sie sie! Ist das zu viel verlangt von einem Landsmann? Die Leute ertragen es nicht, Ihnen zuzusehen, Sie degenerierter Idiot! Wissen Sie, die Leute sehen gern zu, wenn andere getreten werden. Das ist natürlich genauso bei Ihnen. Frauen sind das perfekte Beispiel für das, wovon ich rede. Sie brauchen Anweisungen. Befehle. Was denken Sie darüber? Was denken Sie, Herr Hitler?
Möchten Sie, dass ich hier bleibe? Das wissen Sie doch. Sind Sie sicher? Sie sind der Einzige, der nett zu mir ist. Sie sind was Besonderes. Das wissen Sie. Mein Onkel ist so gütig. Er war immer sehr freundlich zu mir. Er ist ein wunderbarer Mann. Aber... Er ist wirklich ein wunderbarer Mann. Aber er ist... Er ist was? Er ist furchtbar alt. Ich frage mich, was er sagen würde, wenn er das sehe. Ich bin loyal, Geli. Er weiß, wie loyal ich bin. Sie sind doch wohl Ihr eigener Herr, oder? Ich denke schon, ja. Ja, das bin ich. Dann können Sie tun, was Sie wollen. Wenn Sie ein Mädchen gern haben, dann können Sie es streicheln, wenn Sie wollen. Und wo Sie es wollen. Bist du brav gewesen? Das hoffe ich, Onkel. Wie war dein Abendessen? Es wäre schön, wenn es ein paar Unterbrechungen gegeben hätte. Maurice schläft auf dem Sofa. Vielleicht war er um mich besorgt. War er sehr aufmerksam, während ich fort war? Oh ja. Hat er sich nahe zu dir gesetzt? Hat er deine Hand gehalten und hat er dir in deine süßen Augen geschaut, so wie ich es jetzt tue. Und hat er das auch gemacht? Ehrlich gesagt. Was? Wollte mich küssen. Onkel! Bitte! Wie kannst du es wagen? Wie kannst du es wagen? Onkel! Was tust du denn? Bett.
Unser geliebtes Deutschland wird wieder auf die Beine kommen. Aber wird es das wirklich? Ich sage, das wird es nicht. Ich sage, die katastrophalen Zeiten werden andauern. Jeder einzelne von euch hungert nach irgendetwas. Nur ein Mann kann euch den Weg aus diesem Morast, aus diesem Schmutz, aus diesem Elend weisen. Ein Mann, ein Führer, Adolf Hitler! Hungersnot. Nicht einmal die geringste Aussicht auf Arbeit. Millionen auf der Straße. In tiefer Verzweiflung, weil man ihnen nichts zu bieten hat. Und wer hat ihnen nichts zu bieten? Jene, die danach trachten, unser Deutschland in den Staub niederzudrücken. Welchen Weg sollen wir einschlagen? Wie finden wir einen Weg durch diese blinde Agonie, die unser Schicksal in der Welt war? Wo ist der Tod, der dieses Leben beendet? Dieses Leben, das kein Leben ist? Dieses Leben, das eine Aneinanderreihung von nicht verzeihbaren Demütigungen ist, von Mächtigen erlitten, die uns für Geld und das Habgier verraten haben? Wir wollen kein Leben, das kein Leben ist. Wir unterwerfen uns nicht diesen selbstgefälligen Demokratien Europas, sondern wir suchen nach der Zukunft unseres Landes. Auch wenn wir damit das Schweigen riskieren, die ewige Ruhe des Todes. Ist es denn ein Risiko, dieser Marsch einer Nation, die ihre Stimme gefunden hat, ihren Führer gefunden hat. Diese Nation ist entschlossen, sich von niemandem den Weg verstellen zu lassen. Wir werden den Feind überrollen. Und wie unzählige Krieger vor uns werden wir den Frieden stören, um Frieden zu schaffen. Wir werden Krieg führen, um den Krieg zu beenden. Wir sind euer Schicksal. Wir sind euer deutsches Schicksal. Denn, meine Freunde, wir werden die Welt sein. Wir werden das Volk sein. Wir sind das Volk. Lassen Sie ihn in Ruhe, Hoffmann. Er ist erschöpft. Ach, Josef, mich und die junge Eva wird er sicher empfangen. Bringen Sie Ihre Flittchen woanders hin, Heinrich. Er will mit niemandem sprechen. Ich möchte ihn sehen. Ich muss ihm sagen, wie wunderbar er war. Eva ist bei ihm. Er wollte es. Er ist erschöpft. Aber er wollte sie sehen. Und? Es sieht so aus, als wären Sie wütend, Kelly. Eifersüchtig vielleicht? Das bin ich nicht. Natürlich sind Sie das. Eva ist bei ihm. Wie könnte ich auf Sie eifersüchtig sein? Was ist? Sie verhalten sich so, als ob Sie Ihre eigene Herrin wären. Doch Sie gehören ihm. Wie wir anderen auch. Zuerst denkt man sich, ich möchte alles tun, nur um ihm zu gefallen. Also tut man es und dann will er mehr. Also tut man mehr. Und dann sieht man, man kann ihm gar nicht gefallen. Nicht wirklich. Und deshalb bekommt er immer alles, was er will.
107 Sitze! Und 12 auf 107! Nicht schlecht! Wir ziehen in den Reichstag ein! Wir sind auf dem Weg. Ja! Aber wir sind noch nicht zivilisiert genug. Wir müssen lernen, uns in den besten Häusern zu bewegen und den Finger dabei so halten. Tee, Frau Hugenberg. Ja! Ein Genie! Das ist er! Ein Genie! Die Frauen sind es. Die Frauen sind es, die uns wählen. Die Strickbrigade. Und die Mittelklasse. Ja! Geduld, mein Freund, Geduld. Du siehst das kleine Vögelchen. Doch es sieht dich nicht. Du schleichst dich von hinten heran. Vati, vatio, bema, seto, la tua povera, selina, starochi, comagnelli. Sie müssen ein wenig üben, meine Gute. Es war meine Schuld, Verzeihung. Ich war nicht im Takt. Ihr Onkel schickt jemanden, der Sie abholt. Ich bin angewiesen, Sie keinesfalls allein nach Hause gehen zu lassen. Ich bin eine furchtbare Sängerin. Und ich ein furchtbarer Pianist. Ich helfe Vogel nur des Geldes wegen. Möchten Sie mal mit mir Kaffee trinken gehen? Können Sie das? Ich meine, Ihr Onkel... Natürlich kann ich das. Er ist sehr fürsorglich. Aber ich erzähle ihm irgendwas. Er hört immer auf mich. Judah ist vernichtet. Gehen wir mit festem Schritt. Der neue Chauffeur meines Onkels. Er ist furchtbar. Sein Musikgeschmack ist mir egal. Ich gehe hinten hinaus. Maximilianstraße, nächsten Dienstag um 7 Uhr im Theatercafé. Ist das recht? Sind Sie fertig? Sowas. Sie sehen zur Abwechslung mal fröhlich aus. Gute Stunde. Demnächst eine Prüfung, ein Vorsingen. Und ich hätte gern ein paar zusätzliche Stunden. Natürlich, natürlich. Ich rede mit Vogel. Ich habe ihn schon gefragt. Er kann es an einigen Abenden einrichten. Ich kann allein hingehen. Ich rufe ihn an. Nein, bitte tu das nicht. Er ist ein elender Schwätzer. Er würde nur stundenlang reden. Und ich will doch mit dir reden. Worüber? Über dich. Du witziger Onkel. Naja, ich bin ein interessantes Thema. Ich habe demnächst eine Prüfung, ein Vorsingen. Und ich hätte gern ein paar zusätzliche Stunden. Natürlich, natürlich.
Ich rede mit Vogel. Ich habe ihn schon gefragt. Er kann es an einigen Abenden einrichten. Ich kann allein hingehen. Ich rufe ihn an. Nein, bitte tu das nicht. Er ist ein elender Schwätzer. Er würde nur stundenlang reden. Und ich will doch mit dir reden. Worüber? Über dich. Du witziger Onkel. Naja, ich bin ein interessantes Thema. Für Künstler und Strauchdiebe. Aber nicht für so nette Mädchen wie Sie. Bin ich das denn? Sagen Sie es mir. Wir dürfen so nicht reden, Gilly. Sie wissen, dass ich eine Hochachtung vor Ihrem Onkel habe. Also so nennen Sie das. Er ist immer so lieb, wenn Sie da sind. Das sagen alle. Naja, ich kann ihn umstimmen, wenn er seine Launen hat, für gewöhnlich. Wissen Sie, ich brauche Ihre Hilfe bei ihm. Dann sollten wir uns mal treffen. Zum Kaffee vielleicht? Ja, sehr gern. Ich muss jetzt los. Ich will zu einer alten Freundin. Wir ziehen hier ein. Wir ziehen nebenan ein. Helga, Hilde, Helmut, Holde, Hedda und Heide. Sie ehren den Platz im Alphabet, den Ihr Name einnimmt, mein Führer. Meinen herzlichen Glückwunsch für Adolf Hitler. Die Generäle warten, mein Führer. Hier entlang. Eine Verordnung, in der das deutsche Volk darauf hingewiesen wird, dass die Suche nach Essbarem den Kriegsbemühungen helfen kann. Pilze zum Beispiel. Pilze sind köstlich. Alle guten Wünsche zu Ihrem Geburtstag, mein Führer. Die dort. 15, vielleicht 14. Bereit zu sterben. So wie wir alle. Es ist nicht gut, dass du hier bist, Kleines. Heide! Heide! Was hast du dir nur gedacht? Nicht zu fassen. Sie hat ihre ganze Familie hier untergebracht. Hier, von Göring! Wenn sich bis 22 Uhr abzeichnet, dass unser Führer die Kontrolle über Deutschland verloren hat, tritt seine Verordnung vom 20. Juni 41 in Kraft, nach der ich stellvertretend seine Ämter übernehme. Göring, dieser betrunkene, morphinsüchtige Mistkerl. Wer von euch wird loyal sein, wenn es drauf ankommt?
Ich habe meine Familie zum Sterben hierher gebracht, gemeinsam mit Ihnen, mein Führer. Wir sind treu bis zum Ende. Ich muss um ein Gespräch mit dem Führer ersuchen. Herrgott! Loyalität, hast du verstanden? Loyalität. Wenn es soweit ist, dann werde ich meine Pflicht tun. Reden. Die Kinder. Ich fürchte, wir werden uns am Mittwoch nicht sehen können. Mein Onkel wird hier sein. Gehörst du ihm? Warum hast du Angst vor ihm? Habe ich das gesagt? Ist es wegen seines Geldes? Hör zu, er... Was? Früher, da mochte ich ihn. Ich hatte ihn richtig gern. Und wenn er mit mir zusammen war, dann war er witzig und charmant. Hat er versucht, dich ins Bett zu kriegen? Warum denken alle Männer dasselbe? Weil du in seinem Haus wohnst und sein Geld annimmst. Nein. Nein. Wenn du die Wahrheit hören willst. Ich fürchte mich vor ihm. Du brauchst nicht bei ihm zu bleiben. Nein. Nein, aber... Nein, nein, kein Aber. Am 20. ist im Englischen Garten ein Ball. Komm mit mir. Komm doch mit. Ich habe fürchterliche Magenschmerzen. Wollen Sie denn wirklich nichts mehr essen? Nein, nein, nein. Für mich nichts mehr. Bringen Sie mir etwas Suppe, ja? Nur eine Suppe. Tut dir dein Onkel Adolf gar nicht leid? Doch, natürlich. Das klingt aber nicht so. Entschuldige bitte. Vielleicht, weil ich gerade an etwas anderes dachte. Es findet ein Ball statt. Ich dachte, ich könnte vielleicht hingehen. Oh. Einfach so. Warum willst du hingehen? Wozu? Um es dir anzusehen? Du willst, dass ich dir ein neues Kleid kaufe, nehme ich an. Wenn du möchtest. Das wäre sehr lieb von dir. Denkst du an jemand Bestimmtes, mit dem du gehst? Ich gehe mit einer Freundin. Ich gehe mit Eva. Du hättest es doch gern, wenn wir Freundinnen wären. Du kannst nicht alle anprobieren, du bekommst Ärger. Das ist ein Kaufhaus. Ich kann so viel anprobieren, wie ich will. Der hier ist entzückend. Ach, kaufen Sie auch für den Ball ein, Eva. Am 20. Es bleibt doch dabei, dass Sie mitkommen, hoffe ich. Ach ja, der Ball. Natürlich komme ich mit. Da sehen Sie doch. Einkaufen? Sie kümmern sich gar nicht um Deutschlands Schicksal. Ich arbeite, wenn es absolut notwendig ist, Hoffmann, sonst nicht.
Warten Sie. Ist der nett? Er ist Musiker. Versprechen Sie, dass Sie nichts sagen. Sind Sie ein Liebespaar? Versprechen Sie es. Ich verspreche es. Ach, es ist so unglaublich. Ich kann es Ihnen gar nicht sagen. Und Sie passen doch auf. Was meinen? Oh. Ich habe gefunden, was ich wollte. Ich möchte jetzt gehen. Bleiben Sie. Guten Tag, Fräulein Braun. Ihnen auch einen guten Tag. Gefällt Ihnen mein Kleid? Schreck. Herr Hitler! Willst du dich mir in deinem neuen Kleid gar nicht zeigen? Halt es dir mal an. Onkel. Für mich, der so lieb war, es dir zu kaufen. Darin gehst du nicht. Da kannst du ja gleich nachgehen. Du solltest mir etwas vorsingen. So viele zusätzliche Stunden. Warum singst du nie? Das Kleid bleibt hier. Also Sie und die kleine Geli sind jetzt Freundinnen. Das ist gut. Sagen Sie, hat sie einen Freund? Es scheint wohl so. Wer ist er? Ich weiß nicht, wo sie hingeht oder was sie tut. Wer ist er? Ich sagte ja schon, ich weiß es nicht. Aber ich hörte, er sei möglicherweise... Also Goebbels heiratet Magda, was ich mir zum Teil auf die Fahnen schreiben darf, glaube ich. Ich habe etwas gelobt. Wenn ich an die Macht komme, wird jede deutsche Frau einen deutschen Ehemann haben. Ich bin schon längst ein deutscher Ehemann. Dann lassen wir die Wählerschaft wissen, dass sie nicht mehr zu haben sind, Heinrich. Was ist denn? Ich bin schwanger. Das ist ja wundervoll. Wer sind diese hohen Tiere? Industriebonzen. Sie schicken zur Begrüßung Ihre Butler. Wir haben es geschafft. Kümmern Sie sich um den Juden. Meine Herren, Sie sind die größten und fähigsten Köpfe der Nation. Und auch wenn in unserer sogenannten Demokratie alle zwei Wochen Wahlen stattfinden, haben doch die Probleme, denen sich die Weimarer Republik gegenüber sieht, nichts mit Demokratie zu tun, sondern mit
Ordnung! Stifter müssen von den Straßen verschwinden. Wir alle wissen, wer sie sind. Neuen Deutschland. Von einem sauberen, besseren, anständigeren Deutschland. Ein Deutschland, in dem wieder die Familie im Mittelpunkt steht. Eine Familie aus ehrenwerten, anständigen Männern und Frauen. Ein Deutschland, in dem die Politik und die Landesführer ihre Versprechen auch einhalten. Ein Deutschland, dem es gut geht und das frei ist von Schmutz und Korruption und Lügen und Habgier und Opportunismus. Die Straßen müssen wieder sicher sein und gereinigt werden von Gaunern und Betrügern und aufrührerischen Elementen, die die Sicherheit dessen gefährden, was sie, die Großen und Guten unserer Gesellschaft, vollbringen konnten. Und wir sind die Männer, die diese Aufgabe in ihrem Namen übernehmen. Geli, was ist denn? Das ist wegen Hans. Er ist verschwunden. Ich bin sicher, es gibt dafür eine Erklärung. Gehen Sie nach Hause. Zu Ihrem Onkel. Haben Sie mit meinem Bild gemacht? Auf seinem Ofensim stand immer ein Bild von mir. Was für ein Bild? Welcher Ofensims? Du kommst spät. Na und? Du trägst das graue Kleid, du weißt, dass ich das nicht mag.
Ich ziehe an, was mir gefällt. Deine Strümpfe sind verrutscht. Du siehst aus, als wärst du gerannt. Warst du es? Das war ich. Ich weiß nicht, wovon du redest. Sie hat sie in der falschen Reihenfolge hingestellt. Du solltest eigentlich sagen, in einer Reihe, Frau, in einer Reihe. Hast du ihn ermorden lassen? Hast du das getan? Ich habe nicht die leiseste Ahnung, wovon du sprichst. Du kannst es nicht ertragen, dass ein anderer mich anrührt. Du willst mich für dich allein, nicht wahr? Aber wenn ich da bin, weißt du nicht, was du mit mir machen sollst. Was willst du damit sagen? Ich will nicht, dass du mich jemals wieder anrührst. Ich empfinde Furcht und Scham. Jedes Mal, wenn ich deine Hände auf mir spüre. Ich will, ich muss haben. Auf diese Art hast du nicht zu reden. Hast du die leiseste Ahnung, wie bedeutsam das ist, was ich versuche? Wie kannst du auch nur daran denken, dich auf irgendeine Weise einzumischen? Ich, immer nur ich. Wie kannst du mir das antun? Wie kannst du dich zwischen mich und meine Pflicht stellen? Warum lässt du mich so leiden? Er hat gesagt, du bist der Tod. Er hat gesagt, du bringst allen um dich herum den Tod. Er hatte recht. Tod? Tod? Warum haben wir plötzlich so große Angst vor dem Tod? Ich habe keine Angst vor dem Tod. Niemand, der sich etwas aus mir macht, kann es sich leisten, vor dem Tod Angst zu haben. Der Tod ist ein Abzeichen der Ehre. Der Tod ist eine Achtungsbezeugung. Ach, Geli. Ach, Geli. Ach, Geli. Ach, kleine Geli. Kleine Geli, die immer an meiner Seite war. Die kleine Geli aus den glücklichen Tagen. Es geht um deinen Juden, habe ich recht. Du wirst ihn niemals wiedersehen. Was hat er dir angetan? Hat er dich geküsst? Hat er dich mit seinen Händen betatscht? Ja. Hat er das? Was sagst du? Was sagst du? Dir gefällt das? Nein, dir gefällt das doch? Ich hasse dich! Trägst du sein Kind in dir? Kein Mitglied unserer Familie darf jemals ein Kind gebären, das von einem Juden ist. Aber die Mutter ist ausschlaggebend, nicht wahr? Ja. Sie würden es nicht mal als eins der ihren anerkennen. Man erwartet mich in Nürnberg. Du bist nicht die Hure eines Juden. Du bist meine Nichte. Ich sagte schon, ich nehme Familienangelegenheiten sehr ernst. Das erwarten die Leute von mir. Bring deine Kleider in Ordnung. Was sollen wir nur mit dir machen? Hoffmann, Schreck, lassen Sie uns allein. Du kannst mich nicht daran hindern, fortzugehen, nicht wenn ich es will. Und willst du es? Eigentlich nicht. Du brauchst mich. Du kannst nicht ohne mich sein. Du willst bei mir sein, immer. An meiner Seite. Ach, Geli. Ach, Geli.
Er hat uns aufgetragen, ein paar von unseren Jungs vor der Tür zu postieren. Nur zu ihrem Schutz, versteht sich. Das ist nicht gut für ihn. Für Sie natürlich auch nicht, stimmt's? Ich nehme an, die Idioten haben die Polizei gerufen und gesagt, dass es Selbstmord war. Sie haben getan, was Sie tun mussten. Also, wer soll es ihm sagen? Wollen Sie es ihm sagen, Heinrich? Oder ist das vielleicht eher eine Aufgabe für unseren Propagandaleiter? Können wir das irgendwie zu unserem Vorteil ausschlachten, Josef? Hat sie es aus Patriotismus getan? Sie wollte seiner Karriere nicht im Wege stehen. Wir alle müssen uns auf dieselbe Geschichte einigen. Darauf kommt es an. Wir müssen genau dasselbe sagen. Sie war aufgewühlt. Sie hat mit Hitler zusammengelebt, Herrgott. Sie wollte Opernsängerin werden. Ja, ja. Die Frustration wegen des Berufs führten zu einer Neurose. Neurotisches Miststück. So viel Respekt vor den Frauen. Es war ein Unfall. Wir sollten sagen, es war ein Unfall. Klar, sie stand auf Zehenspitzen, hielt die Pistole falsch rum, so dass sie auf ihr Herz zielte, als das Auto eines Kommunisten eine Fehlzündung hatte und da hat sie vor Schreck abgedrückt. Warum schauen Sie so verdrießlich drein, Heinrich? Wir reden hier nicht von der Realität, sondern von einer nationalsozialistischen Realität. Von der Geschichte, wie er sie sehen möchte. Wie ich hörte, hat er pornografische Fotos von ihr gemacht. Und das... Herrgott... Spielt das eine Rolle, ob er ihr perverser Liebhaber oder ihr hingebungsvoller Onkel war, mal ehrlich? Ist das so wichtig? Wie ihr dasteht. Keiner hat den Mumm, ihn anzurufen. Ich mache es. Ich habe keine Angst vor ihm. Wie lange geben Sie Strasser noch? Nicht viel länger als der taktlosen Schlampe auf dem Bett. Morgen in Verliebt in Berlin. Es ist vorbei. Zeit, das einzusehen. Ich werde morgen bei der Bank alles geben. Das ist unsere einzige Chance. Davids Schicksal liegt in Lisas Hand. Frau Plenske, das bin ich. Sie. Bleibt denn die Plenske? Ich habe keine Ahnung. Wird Lisa das schaffen? Oh Gott, das überlebe ich nicht. Die neue Telenovela Verliebt in Berlin. Morgen um 19.15 Uhr. Nächsten Sonntag. Aufgepasst, es kann jeden treffen. Vier Top-Comedians in schräger Mission. Wer stellt die unglaublichsten Fallen? Tun Sie es auf? Wer legt seine Opfer am raffiniertesten rein? Sie säuft wie ein Loch. Dreist. Hemmungslos. Das ist doch mal an Bord. Einzigartig. Die Comedy-Falle am nächsten Sonntag um 20.15 Uhr. Live. Gleich. Wir haben unseren Torben Hendrik jetzt auf einer hochbegabten Schule angemeldet. Der ist letztens so lange mit dem Kopf vor die Küchentür gelaufen, bis er das dicke Holz durchbrochen hat. Da war uns klar, hochbegabt. Lady Kracher. Gleich.
Sat 1 zeigt's allen. Wie schon da, der pornografische Fotos von ihr gemacht. Und das... Ach Gott. Spielt das eine Rolle, ob er ihr perverser Liebhaber oder ihr hingebungsvoller Onkel war, mal ehrlich? Ist das so wichtig? Wie ihr dasteht. Keiner hat den Mumm, ihn anzurufen. Ich mache es. Ich habe keine Angst vor ihm. Wie lange geben Sie Strasser noch? Nicht viel länger als der taktlosen Schlampe auf dem Bett. Es steht in sämtlichen Zeitungen. Sie schreiben die schrecklichsten Dinge. Mord! Wir müssen eine Erklärung abgeben. Wir müssen eine schlüssige Erklärung abgeben, sofort. Jetzt ist Entschlusskraft gefragt. Es steht in sämtlichen Zeitungen, haben Sie das nicht gelesen? Sehen Sie uns an. Was sind wir ohne ihn? Die Partei ist nichts. Unser deutsches Vaterland hat gelitten. Und auch ich habe gelitten. Ich habe gelitten für Deutschland. Aber jetzt übergebe ich euch dieses Leiden. Ich übergebe euch mein Leben, das ohne euch nichts ist. Und ich übergebe euch meinen Tod. Und den Tod von anderen. Denn es darf niemanden geben, der nicht bereit ist, für Deutschland zu sterben und zu leiden. Für Deutschland löschen wir nun diesen kleinen Funken von Menschlichkeit und Schwäche aus, der ständig die Gefahr birgt, dass wir uns in Feigheit flüchten. Ich habe keine Angst vor dem Sterben. Ich habe keine Angst vor Blut. Weder vor meinem Blut, noch vor dem Blut anderer. Ich habe keine Angst, alles um mich herum zu verwüsten und damit die Feinde Deutschlands zu Fall zu bringen. Näher werden sie niemals kommen können. Er ruft nie an, ich warte neben dem Telefon. Er wird uns zukommen. Dann beabsichtigen wir, das innerste Herz Deutschlands wieder zu erneuern. Dann schaffen wir ein Land für deutsche Männer und
und deutsche Frauen, damit sie wieder in Vertrauen und Respekt leben und nicht in Verrat und Angst und Verzweiflung. Sehen Sie mich an, sehen Sie mich an, sehen Sie mich an. Warum hat sie das getan? Ich habe die Pistole gezogen. Und noch ehe ich wusste, was ich tat, hielt ich sie mir vor die Brust, ganz so, als wäre ich ein Gangster, der mich überfallen wollte. Und sie ging los. Sind Sie mir böse? Als ihnen die Sinne schwanden, hat sie das Bewusstsein verloren und alles weit weg schien und wirklich. Wie war das? Wie fühlt es sich an, unter dem Verband, wo die Kugel eingetreten ist? Wie soll es sich anfühlen? Ist es verheilt? Nein, da ist eine Narbe und Blut, wenn sie nicht Acht geben. Heute ist ein historischer Tag. Ich bin gebeten worden, das Amt des Reichskanzlers zu übernehmen. Tja, jetzt sind wir drin. Nun, Sie zumindest. Gratuliere dir. Ach, mein herzlichster Wunsch. Ich wünsche Ihnen alles Gute von ganzem Herzen. Die Opposition ist auch da. Sehen Sie, da drüben ist es. Ich sitze neben dem Telefon. Ihnen liegt nichts mehr an mir. Vom heutigen Tag an, Fräulein Braun, braucht Deutschland mich. Ab sofort stehen die Frauen hinter dem zurück, was ich tun muss. Sie glauben, Sie könnten mich steuern. Sie werden mich niemals steuern. Ich werde genauso weitermachen wie bisher und genau das tun, was ich gesagt habe. Selbst wenn die weiter glauben, sie würden das Gegenteil tun. Sie rufen nach Ihnen, mein Führer. Im Reichstag sind, werden wir ihn freiwillig nie wieder verlassen. Was ist? Was ist schon wieder? Was ist wieder passiert? Es geht um Himmler. Er hat mit den Schweden Verhandlungen geführt. Es gibt sogar einen Namen dafür, die Partei der nationalen Konzentration. Himmler kann sich nicht länger konzentrieren als eine Eintagsfliege. Was hat er vor? Was will er mir antun? Will er mich zu Eisenhower treiben? Mich ausnutzen für Verhandlungen mit den Russen?
Was will er? Ein Schauprozess? Himmler als Kronzeuge der Anklage? Was will er? Sich entschuldigen? Sie haben geschworen, dass Sie mich nicht im Stich lassen werden. Ich habe alles gegeben und Sie haben geschworen, dass Sie mein Vertrauen nicht missbrauchen. Das deutsche Volk hat auch mein Vertrauen nicht verdient. Wer ist meiner würdig? Wer? Die Nation hat sich als schwach erwiesen. Die Zukunft gehört den Starken. Aber es ist besser, wir löschen die Nation aus. Besser, wir löschen uns selbst aus. Alles ist verloren. Ich werde hier bleiben, in Berlin. Und im letzten Moment werde ich mich erschießen. Reden Sie noch mal mit meinem Generell? Morell verabreicht mir eine Injektion. Warum soll ich mit meinen Generälen reden? Alle Berufssoldaten sind Narren. In der Armee Alexanders des Großen etwa gab es 3 fähige Soldaten. Ich fühle mich wohl in weiblicher Gesellschaft. Hören Sie den Lärm? Das sind keine Bomben, sondern Artillerie. Ich erkenne Artilleriefeuer, meine Damen. Die Artillerie ist in die Stadt vorgerückt. Wer von Ihnen gehen möchte, sollte das tun. Es steht ein Flugzeug nach Bayern bereit. Sie sollten sich Bayern ansehen. Das ist wirklich wunderschön. Wir bleiben. Ich bleibe. Sehen Sie die Loyalität von Fräulein Braun? Obwohl sie möglicherweise nicht mehr lange Fräulein Braun sein wird. Hören Sie das? Russische Artillerie. Sie sind praktisch schon da. Haben Sie das ernst gemeint? Was denn? Dass Sie vielleicht... Als Sie zurückgekommen sind. Ja? Haben Sie gewusst, dass alles aus ist? Ich habe gedacht, Sie würden irgendeinen Ausweg finden. Ich bin Ihretwegen zurückgekommen. Ich habe nach einem Beamten geschickt. Das könnte dich ein wenig glücklich machen. Ich bin glücklich. Sehr, sehr glücklich. Hätte sie auch so viel getan für dich? Hätte sie dir auch so folgen können wie ich? Eine schnelle Hochzeit, eine Kriegshochzeit, rein arische Abstammung, frei von Krankheiten und dann... Der Vollzug. Der Vollzug sind 50 Liter Benzin und ein angezündetes Streichholz. Und Sie? Hm? Wenn Sie nichts aushandeln können... Wenn wir sterben müssen, müssen wir sterben. Die Kinder? Die Kinder sterben mit uns. Injektion? Tabletten?
Geben Sie ihnen Süßigkeiten. Schokolade. Betäuben Sie sie. Was schreiben Sie? Sein Testament. Er redet von nichts anderem mehr. Als gäbe es sonst gar nichts. Die Juden. Wieso ist gütig von ihm war, sie zu vernichten, wie er es getan hat? Heute ist der Tag meiner Hochzeit. Da will ich nichts von den Juden hören. Ich frage meinen Führer Adolf Hitler. Sind Sie bereit, in den Stand der Ehe zu treten mit Fräulein Eva Braun? Ja. Ich frage Fräulein Eva Braun. Sind Sie bereit, in den Stand der Ehe zu treten mit meinem Führer Adolf Hitler? Ja. Deutschland, Ihnen. Er hat mich zum Reichspräsidenten ernannt. Göring und Himmler sind raus. Ich habe die volle Kontrolle über Deutschland. Es gibt kein Deutschland mehr. Es gibt gar nichts mehr. Alles liegt in Schutt und Asche. Die Russen sind jeden Moment da. Wir müssen hier raus. Wir müssen ein Flugzeug kriegen. Wir müssen hier raus. Ja, meine kleine Heide. Bist du bereit, für Deutschland zu sterben? Ich bewundere Sie sehr, wie Sie das geschafft haben. Ich gratuliere von ganzem Herzen. Auch unter diesen Umständen. Was für ein Lärm ist das? In der Kantine wird getanzt. Sollen wir das unterbinden? Sie sollen weiterspielen. Weiterspielen. Nach dir.
alle seine Frauen sterben. Nicht nur die Frauen. Können Sie etwas hören? Ich höre nicht das Geringste.